Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten nicht wundern, ich habe aktuell relativ viel Uni-Stress und dementsprechend ist die Folge hier etwas kürzer und vielleicht werden die nächsten Prognosen auch etwas kompakter. Aber so ist das nun mal. Jetzt geht's los mit dem ersten Spiel. Viel Spaß dabei und danke fürs Reinschalten. Natürlich wäre es für Leverkusen am schönsten, sogar in der Champions League zu überwintern, doch realistisch ist einzig und allein die Europa League. Nun gegen Lok Moskau, wo man im Hinspiel so schmerzhaft verlor, sollte es besser laufen. Dann aber die Gastgeber mit dem besseren Beginn. Joao Mario mit diesem starken Ball auf Miranchuk und dann ist ganz viel Glück dabei für die Gäste um Lukas Radetzky. Der Ball geht an den Pfosten. Das hätte es schon sein können und Leverkusen fand nicht so richtig rein in den Abend. Nochmal Moskau vor dem Seitenwechsel. Joao Mario testet Radetzky. Der Finne ist auf der Hut, behält zumindest erstmal das 0:0 hierbei. Doch zum direkten Vergleich bräuchte Leverkusen hier zwei Treffer, denn das Hinspiel verloren sie am ersten Spieltag ja mit 1:2 und da würde ein 0:1 für den direkten Vergleich nicht helfen, aber grundsätzlich der Sieg hier erstmal von höchster Relevanz, der direkte Vergleich dementsprechend nur von Zweitrangigkeit. Und Leverkusen gelobte nun Besserung. Kevin Volland mal aus der Distanz visiert ganz genau an. Will den ins lange Eck ziehen und dann fehlt im Endeffekt gar nicht mal so viel. Doch unter dem Strich war es zu wenig, was Leverkusen hier über die 90 Minuten ablieferte. Die Schlussphase bereits im Gange und dann nochmal Lok Moskau. Der Ball in die Mitte gespielt, Jonathan Tah bekommt es damit seinen Mann nicht geklärt. Flanke von der rechten Seite, Joao Mario. Mit der letzten Offensivaktion der Partie. Damit bleibt Moskau weiterhin in der Tabelle vor Leverkusen. Und nun muss die deutsche Mannschaft hoffen am letzten Spieltag auf den Patzer der Konkurrenz und selber muss man seine Hausaufgaben dann erstmal erledigen. Gegen Roter Stern Belgrad möchte der FC Bayern München die Spitzenposition schon vor dem letzten Spieltag ganz genau sichern und ein Dreier würde dazu zu 100% führen. Dann ist auch theoretisch nichts mehr möglich. Die erste dicke Chance in der 22. Minute für Robert Lewandowski. Doch Bojan ist auf der Stelle da, kommt schnell raus und kann den dann gerade noch im letzten Moment bereinigen. Doch die Bayern drückten jetzt. Serge Gnabry zieht in den Strafraum rein und dann schließt er ab aus Spitzenwinkel. Doch wieder Bojan. 25 Minuten waren hier von der Uhr. Der einzige bei Roter Stern, der richtig gut dagegenhalten konnte. Doch vor dem Seitenwechsel gab es eine Chance für die Gastgeber. Die Manuel Neuer in allerletzter Not klärt. Das hätte man hier gar nicht gebrauchen können. In der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Gut, dass der hinten drin ist. Eine super Reaktion. Hält erstmal das 0:0 fest. Es wäre aber auch für die Bayern schon deutlich mehr drin gewesen. Zweiter Abschnitt. Die Bayern drückten noch mehr aufs Gaspedal. Robert Lewandowski zu Joshua Kimmich und der schließt ab. Doch wird gefoult von Rodic. Der stellt sich da nicht clever an. Der Ball ist schon lange weg. Die Chance für Lewandowski und die lässt er sich natürlich nicht nehmen. 49. Minute, das 1:0 für die Gäste. Der Superstart in den zweiten Durchgang brachte jetzt eine breitere Brust ein. Und Roter Stern Belgrad auf Schadensbegrenzung aus. Joshua Kimmich, ein Traumtor. Entscheidet diese Partie. 69. Spielminute. Jetzt war spätestens alles klar. Da kann man nur zuschauen und staunen. Der passt perfekt. Konnten sie noch einen drauflegen. Leon Goretzka legt rüber zu Lewandowski.
Doch der Pole musste sich mit einem Treffer begnügen. Doch damit werden sie gut leben können, die Bayern. Sie sind jetzt schon nach 5 Spieltagen sicherer erster Platz, haben damit gute Chancen, einen machbareren Gegner zu bekommen in der K.O.-Phase. Also, die Bayern schon mal absolut die Pflicht geleistet. RB Leipzig erlebt eine turbulente Champions League Gruppenphase. Man ist unter dem Strich sehr gut dabei, hat 9 Punkte. Aber es ist noch alles eng und noch nichts entschieden. Gegen Benfica, den Tabellenletzten, sollte man deswegen zumindest bestenfalls 3 Punkte einsammeln. Doch die Portugiesen machten hier zunächst den besseren Eindruck. Peter Gulacsi hat Glück, dass der hier haarscharf am Pfosten vorbeigeht. Die Anfangsphase wirklich unterhaltsam hier in der RB Arena, denn Leipzig spielte dann auch mal konzentriert nach vorne. Paulsen, Kunku bekommt den Ball, 17. Minute, da knapp vorbei, dieser Linksschuss. Mehr Highlights blieben dann aber auch aus im ersten Abschnitt. Die Partie konnte die hohe Leistung nicht bestätigen, die man in der Anfangsviertelstunde hier in Leipzig zu sehen bekam. Aber mit dem 0:0 alles okay und Leipzig gelobte jetzt noch Besserung und setzte die ersten Akzente nach vorne. Diego Demme mit dem guten Ball zu Christophan Kunku. In der Mitte ist dann da Werner. Doch Timo Werner mit dem Schuss wird aber abgewehrt und dann geklärt in letzter Instanz. Brenzlige Situation. Und nun einer der wenigen Nadelstiche von Lissabon im zweiten Durchgang. Halzenberg gut dazwischen, hat den Ball, lässt sich dann aber von Gerson abziehen im Zweikampf und Gabriel schlägt zu. Eine halbe Stunde vor dem Ende und der Tabellenletzte der Gruppe bringt nochmal richtig Hitze hier in diese Konstellation rein, weil Leipzig nicht mehr zurückkam, danach sich nicht mehr regenerieren konnte, mit 0:1 verliert und damit ist dann wirklich alles offen am 6. Spieltag in dieser Gruppe. Der FC Barcelona ist zwar Tabellenerster in dieser Gruppe, doch richtig überzeugen konnten sie auch noch nicht. Mit Glück konnten sie gegen Dortmund im Hinspiel einen Punkt mit nach Hause nehmen. Der BVB nach dem 3:2 gegen Inter Mailand relativ gut in der Ausgangssituation, doch sie mussten erstmal eine hohe Druckphase zu Beginn überstehen. 11 Minuten waren hier von der Uhr. Barca machte Druck, aber die richtigen Chancen fehlten noch. Nun mal eine Kontersituation und Julian Brandt nach 19 Spielminuten mit der ersten richtig guten Chance in der Partie für den BVB. Hätte es hier also mit etwas mehr Glück schon 1:0 stehen können. Marc-André Ter Stegen streckt sich, kommt aber nicht mehr ran, muss auch nicht eingreifen. Die beste Phase aktuell jetzt beim BVB. Guerrero mit der schönen Körpertäuschung lässt da De Jong alt aussehen und dann überrascht da Ter Stegen mit einem wuchtigen Schuss aus knapp 16 Metern. Zieht da fast genau von der 16er Kante ab. Der Ball etwas zu zentral. Ansonsten ist hier für den deutschen Nationaltorhüter gar nichts mehr zu halten. So ging es dann erstmal in die Pause. Doch der BVB machte da weiter, wo er vor dem Seitenwechsel aufgehört hatte. Julian Brandt heute in der Startaufstellung. Paco Alcácer gegen Paderborn musste er ja verletzt raus. Ter Stegen erst dazwischen. Hazard hat die Übersicht und Achraf Hakimi ist ja in der Champions League unglaublich wichtig für den BVB. Und hier bringt er die Schwarz-Gelben in Führung. Barcelona musste jetzt natürlich kommen. Parallel Inter gegen Slavia Prag schon wieder sichere Sieger. Da muss man sich auf jeden Fall nicht drauf verlassen. Arturo Vidal probiert es hier, trifft den Ball suboptimal. Dann geht er doch recht deutlich
vorbei. Doch der Druck wurde nochmal erhöht. Viertelstunde noch zu spielen. Eckball von der linken Seite. Akanji klärt ihn fürs Erste. De Jong macht ihn nochmal heiß. Und da ist wieder Arturo Vidal. Und jetzt ist der Ball im Kasten. 76. Minute. Der Ausgleich. Wieder muss ihn der BVB hinnehmen. Kam nicht mehr zurück. Ein 1:1 in Barcelona. Ist nicht unbedingt schlecht, aber es wäre mehr drin gewesen für Borussia Dortmund. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video und adios.